Dieses Mal bei Mando Media. Lukas, der Transportermanager. Ja, wir haben diesmal nur einen kurzen, also wir haben letztes Mal schon einen kurzen gehabt, aber wir haben dann einen langen gemietet und nur einen kurzen bekommen. Schön, dass wir eine Kira kommen können, ne? Ja, jedenfalls müssen wir mit den kurzen zurechtkommen. Dazu schießen! Genau, das Beste drauf ist, ne? Nimmst du auf? Jo. Ja, wir haben jetzt hier gerade den falschen Eingang, waren wir ja schon, aber jetzt sind wir natürlich wieder hier bei den Idioten. Ja, die haben es nicht mal mitgekriegt jetzt hier, ne? Oh nein, ja, warten wir schon mal. Hallo, habt ihr den 2 Minuten Umweg genommen, ja? Nee, aber ich habe halt keine Ahnung, wo hin müssen. Ja, ich bin dann da rüber gefahren und dann hier, aber hier sieht es ja super aus, ne? Ja. Da steht auch Ausstellereingang Comic-Con. Hi. Hi. Guck, so einen will ich haben mit Drachen drauf. Ich will den Six Transporter mit Drachen drauf haben. Und wo müssen wir jetzt hin? Das sagt einmal auch mal wieder keiner, ne? Wo man jetzt hier hinfahren muss. Wir fahren aber mal so rechts rum, genau. Ja, frag mich halt, warum ich jetzt die Wand gefilmt habe. Ist egal, wir sind drin. Also wir sind jetzt hier reingekommen. Keiner hat gefragt, wer wir sind, was wir wollen. Ist scheißegal, einfach rein. Und jetzt sind wir hier. So, jetzt habe ich gerade die Fahne aufgehangen und damit wäre dann eigentlich auch wirklich alles erledigt, ja. Aber wir haben jetzt hier morgen noch feinen Schliff, ne? Aber ansonsten haben wir echt alles. Gehen wir nach Hause. Was machen wir jetzt? Essen. 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 Fratzi, Fratzi. In Wirklichkeit sauber, immer nur. So Leute, jetzt sind wir hier mal vorne an der Schlange. Und es scheint schon ordentlich was los zu sein, also hier für die Uhrzeit morgens. Was hast du jetzt da Schönes gemacht? Was ist das? Eine Maus? Ja. Ja, das ist tatsächlich eine Maus. Aber die ist ein bisschen fett, die ist halt in einer Lebensmittelkammer. Ja, aber man sagt doch, lebt wie eine Maus in der Kirche, ne? Also. Und die ist ein bisschen zu lange im Ödland gewesen, die ist ein bisschen krüppelig. Ja, ist ja auch egal. Aber ansonsten kann sie wedeln. Das ist auch super. Wer macht jetzt hier Luftballontierchen und Luftballonpenisse? Tatsächlich sind wir sehr gut da drin, ne? Ja, also ich sehe das Talent auf jeden Fall, ja. Und Sie sind ein Kunde hier? Ja, ich bin ein Kunde, ein guter Kunde, der Penisse. Eine rote Rakete sich bauen lässt. Eine rote Rakete, ist nicht schlecht, ja. Achso, eine rote Rakete, genau. Von der South Park. Ah, super.
Dankeschön. Ja, bitte schön. Viel Spaß mit der roten Rakete. Ja, danke. Wie gefällt Ihnen das Produkt? Es ist sehr schön. Es passt zu meinem Charakter. Wir müssen den Testsieger rausholen. Ja. Ich hab keine Sticker mehr, tut mir leid. Aber am Stand. Von Inneren her. Okay. Sehr, sehr. Ja, nee, tiefgründig ist es nicht. Aber. Ihr seht ja schon, hier leuchtet es schon ordentlich bunt. Was daran liegt, dass jetzt hier dann gleich mal Aftershow-Party richtig fett abgeht. Hallo, Herr Himmel, Herr Schwanz. Wie findest du das Buffet? Es ist vorzüglich, du bist Könige. Ja, ja, es ist wirklich hier eine Party für. Also für Könige, ja. Hi, ich bin der Olli. Hallo, der Olli ist auch dabei. Okay. Ein oder weg. Jetzt gehen wir hier also unter die Bühne, also hier oben sind die Sitze, ne? Unter die Tribüne. Und da liegt Hi. Welcome to my crib. Es ist schon sehr lässig, das muss man sagen. Lässige Situation. Am nächsten Tag. So, sind wir gestern schon von der Party ins Hotel gelaufen, von der Messe zur Party ins Hotel. Jetzt laufen wir wieder zur Messe. Freiburg ist heute geschlossen. Was? Das zeigt er mir an. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu Con, ist so eine halbe Stunde ungefähr. Und dann gehen wir heim. Ja, und auf dem Weg vom Hotel da drüben kann man hier super so eine riesige Anlage entdecken. Die ist ja sehr schön mit Palmen. In Unweide vom Hotel. Sehr schön. Neuer Tag, neues Glück. Und was ist da los? Wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Trinkle, trinkle, trinkle. Alles klar, denselben Song. Und los. Das ist die Sick Arena. Wir sind ziemlich sick. Oder? Wir sind ziemlich sick. Würde ich auch sagen. Weil wenn man in die Sick Arena kommt, sieht man direkt hier, wie sick wir sind. Jetzt ist schon wieder gut. Reicht jetzt wieder, ist okay. Jetzt reicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch drauf habe. So, jetzt stehen wir hier im offiziellen Mando-Media-Lager in meiner Garage. Ihr seht, es ist wieder packed voll. Wir haben alles aus dem Transporter ausgeladen nach einem erfolgreichen Kontakt. Wir sind jetzt nach Hause gefahren, jetzt ist stabile 11 Uhr.
War dem den Transporter noch zurückgebracht. Ja. Zu gut am Sack. Ja. Michael ist schon heimgedüst. Genau. Und jetzt gehen wir alle in die Haier. Und dann sind wir Montag wieder viel auf Arbeit. Ja. War eine geile Con. War super. Das war auf jeden Fall, ja. Nochmal, also danke an Dave und so, ne, für Organisation und alles drumrum und so alle, die beteiligt waren. Und ja, ganzes wir hatten super Standpartner, super genau. Standfläche. Und die zwei Tage. Ganze Friends hier, die Rednecks, Raptobot, Valkyr Cosplay, der Trümmer Trooper. Da kommen wir, unseren Standgast. Ja. War geil, war echt super. Gut. Okay, ich will jetzt ins Bett. Dann gehen wir ins Nest. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.